Es ist Nacht. Stille und Dunkelheit überall. Überall? Da. Im Haus der Tenners rührt sich etwas. Etwas Weiches, Wolliges, Zotteliges tastet sich um den Pfosten der Küchentür und öffnet den Kühlschrank. Der große, orangefarbene Jäger pirscht sich an seine Beute heran. Ah, er sieht sie, die scheue, schmale Schweinelende. Der kostbare Fang im Kühlschrankdschungel. Was ist das? Ein ganz gewöhnlicher Zettel von den ganz gewöhnlichen Besitzern des Kühlschrankes, die das braune Zottelwesen mit Namen Alf gut kennen. Alf ist das nicht. Warum sollte ich den Zettel essen? Angewidert lässt Alf den Zettel fallen und hebt die andere Hand mit der Gabel. Mit außerordentlichem Geschick handhabt der orangefarbene Jäger seine Waffe. Sobald er nahe genug ist, schlägt er zu. Hat der Jäger die Götter erzürnt? Sollte das Erdbeben, das das Haus der Tenners da erschüttert, wirklich eine göttliche Stimme sein? Okay, ich esse kein Schweinefleisch diesmal. Inzwischen sind auch Kate und Willy aufgewacht. Lynn, Brian, ist euch was passiert? Alles in Ordnung, Dad. Ja, bei mir auch, aber Alf ist nicht da. Alf? Alf! Alf! Wo bist du? Alf! Auf dem Boden ist er nicht. Was für ein Chaos. Alf! Alf! Das war sein erstes Erdbeben. Der arme Kerl muss ja zu Tode erschrocken sein. Ich hab ihn gefunden. Alf, wie geht's dir? Er sieht nicht gut aus. Ich glaube, er hat einen Schock. Alf, sag was. Irgendwas. Apokalypse, Verdammnis. Rotglühende Fühler des jüngsten Gerichts der ewigen verdammtes Speienfeuer. Helft mir, helft mir, helft Alf. Mir, helft mir. Untergang, Verwüstung, Alf. Apokalypse. Jetzt, jetzt, jetzt. Danke, Willy. Jetzt bin ich blind. Du hast nur die Augen zu. Oh. Komm, ich werde dir helfen. Es mag deinem Bild von mir nicht ganz entsprechen, aber mit diesem Chaos habe ich nichts zu tun. Das wissen wir, Alf, das wissen wir. Wirklich? Wir hatten ein Erdbeben. Ich verstehe. Und zwar ein ziemlich tüchtiges. Wieso denn tüchtig? Wieso überhaupt? Was war das? Ich will versuchen, es dir zu erklären, Alf. Weißt du, die Kruste unseres Planeten besteht aus überlagernden Gesteinsschichten, die permanent in Bewegung sind. Und wenn der Druck von unten zu stark wird, entlädt er sich in plötzliche... Vielen Dank, Mr. Alleswisser. Kate, die Kurzfassung bitte. Du erinnerst dich, wie Godzilla Tokio zerstört hat? Also, das ist ein ziemlich übertriebenes Beispiel, Kate. Vergleiche des Protagonisten Raymond Burr wirken immer übertrieben. Es war nur ein kleines Erdbeben und niemandem ist was passiert. Wir müssen nur daran denken, vorsichtig zu sein und ein paar Sicherheitsmaßnahmen treffen. Willy, hol mal die Hausordnung. Kate bastelt an neuen Vorschriften. Kate, Willy, seid ihr zu Hause? Alf, geh in die Küche. Ich meine, bleib in der Küche. Oh, hallo, Rackler, Jake. Kate, wir hatten ein Erdbeben. Na sowas, wir auch. Wie geht's, Lynn? Es geht ihr gut. Soll ich sie trösten? Es geht ihr gut. Wenn es nötig ist, könnte ich... Es geht ihr gut. Freut mich zu hören. Und wo ist Trevor? Auf der Veranda. Ist dieses zitternde Häufchen Elend, das sich da an den Türpfosten klammert, wirklich Trevor? Trevor, kommen Sie doch rein. Ist das einsturzsicher? Ja, ich glaube schon. Wenn es Ihnen recht ist, bleibe ich lieber hier stehen. Trevor, so habe ich sie ja noch nie erlebt. Trevor, ist doch alles wieder in Ordnung. Wirklich, es ist alles wieder gut. Mit vor Angst flackernden Augen stößt Trevor sich von der Tür ab, macht zwei, drei stockende Schritte und wirft sich in Willys Arme. Dort verharrt er, den Blick verzweifelt über die Schulter auf den Holzrahmen gerichtet, der ihm vorher Sicherheit und Halt bot. Trevor, so ist es ziemlich unbequem. Es tut mir leid. Ich habe ein seelisches Trauma. So komisch benimmt er sich nach jedem Erdbeben. Aber auch bei Bubi Goldberg im Raumschiff Enterprise. Wissen Sie, Trevor, statistisch gesehen ist das Risiko, in der eigenen Badewanne umzukommen, größer als bei einem Erdbeben. Ach ja? Wann hat sich denn Ihre Badewanne das letzte Mal aufgetan und Sie in den glühenden Schlund der Erde gezogen? Darüber muss ich nachdenken. Also, jetzt gehen wir mal wieder. Wir wollten nur sicher sein, dass euch nichts passiert ist. Viele Grüße an Lynn und auch an die anderen. Trevor, es ist alles in Ordnung. Glauben Sie wirklich? Natürlich.
Ein richtiger professioneller Hilfe. Wir leben auf einem Planeten mit einem glühenden Schlund? Ach, Trevor hat bloß übertrieben. Den möchte ich nicht bei einem wirklich schlimmen Erdbeben erleben. Aber wir hatten gerade ein schlimmes Erdbeben. Oder nicht? Die können noch schlimmer sein. Wie viel schlimmer? Ein bisschen schlimmer. Können sie auch viel schlimmer sein? Ach ja, doch, manchmal. Aber zum Glück nicht oft. Bleib ganz ruhig, Alf. Genau, nur die Ruhe. Doch so leicht kann man sich nicht selbst zur Ruhe zwingen. Und so vergewissert sich Alf nach einigen Probeschlägen gegen den Rahmen der Esszimmerdurchreiche. Ist das einsturzsicher? Wisst ihr, dieser Erdstoß von letzter Nacht hatte vielleicht auch seine gute Seite. Wenn du das wirklich genossen hast, warum setzt du dir da nicht deinen Blitzableiter auf den Kopf und gehst bei Gewitter spazieren? Nein, ich glaube, alles, was Willi meint, ist, dass wir mal wieder unsere Vorräte überprüfen sollten. Hier steht, es müssten für jeden von uns pro Tag 2 Liter Wasser vorrätig sein. Das heißt, für 2 Wochen macht das 140 Liter. Moment, ich habe ein paar Fragen. Wozu brauchen wir einen so großen Wasservorrat? Naja, für den Fall, dass unser Leitungswasser verseucht wird. Was ist mit den Lebensmitteln? Lebensmittel haben wir auch für mindestens 2 Wochen. Wir haben Erdnussbutter, Granola-Riegel, Trockenmilch, Büchsenfleisch, Fisch. Wir hatten einen 2-Wochen-Vorrat an Erdnussbutter, Granola-Riegel, Trockenmilch, Büchsenfleisch und Fisch. Es war auch nicht annähernd ein 2-Wochen-Vorrat. Ich habe ihn in 37 Minuten verputzt. Alf, das war unsere Überlebensration. Und ich hab's überlebt. Jetzt weißt du, dass es funktioniert. Ach, Alf, wenn wir dich nicht hätten. Nach einem gequälten Blick zur Zimmerdecke wird Willy wieder zum Familienoberhaupt. Im vollen Bewusstsein seiner Verantwortung diktiert er die weiteren Schritte, die zur Vermeidung einer Katastrophe unternommen werden müssen. Nahrungsvorräte erneuern und mit einem Vorhängeschloss sichern. Ich sehe, der Lieferwagen ist gekommen, der hat das bestellte Wasser gebracht, ja? Oh ja, das Wasser ist gekommen. Die letzte Ladung. $476. Also ich fürchte, so viel Wasser haben wir nicht bestellt. Und ein Gordon Shumway unter dieser Adresse? Nur einmal hatte ich gehofft, nur einmal möchte es doch bitte ein echter Irrtum sein. Sagen Sie, gibt es eine Möglichkeit, dass Sie ein paar Dutzend davon zurücknehmen? Das macht der Abholer. Ich bin der Lieferer. Wiedersehen, oder wie wir so gerne sagen, au reservoir. Nachdem der Lieferant weg ist, lässt sich Kate auf einen Stuhl fallen und stützt den Kopf schwer auf einen der Stapel mit Wasserkanistern. Den Blick kenne ich und ich finde ihn beunruhigend. Wieder einmal ist es Abend geworden. Willy hat einen harten Bürotag hinter sich und entspannt sich in seinem Lieblingssessel. Das heißt, er versucht es. Denn vom Dachboden her ertönt plötzlich lautes Hämmern und Sägen. Nach einer Weile steht Willy widerwillig auf, um nach dem Rechten zu sehen. Alf. Oh, hey Willy. Was machst du eigentlich? Ich hämmere. Könntest du etwas präziser sein? Ich treffe den Nagel auf den Kopf. Du nagelst doch nicht dein Bett am Boden fest. Ich könnte es mit Klebeband versuchen, aber das wäre unzureichend. Auch wenn du dein Bett am Boden festnagelst, bei einem Erdbeben wird dir das nicht viel helfen. Es wird verhindern, dass ich die Treppe runtersegle. Außerdem lege ich zur Stoßmilderung eine Stoßstange rings ums Bett. Und darunter, für den Fall einer Flutwelle, Pontons. Glaub mir, Willi, dieses Bett wird das sicherste Plätzchen im ganzen Haus. Alf, ich glaube nicht. Das ist keine Glaubensfrage. Aber ich könnte dir natürlich auch eins von diesen Dingern bauen für 99,95, ja? Genau 99,95. Alf, das muss ein Nachbeben. Komm unter den Türstock! Hier drin bin ich sicherer. Oder doch nicht? Jedenfalls reißt der Faden, an dem direkt über Alfs Bett ein aufblasbarer Globus hing. 2 Sekunden später... Und ich hätte das Gewicht der ganzen Welt da, wo früher mein Kopf war. Nein, also das ist nur ein Globus. Der hätte dir nichts getan. Verstehst du denn nicht, Willy? Das ist ein Zeichen. Ganz egal, was du tust, wie viele Vorsichtsmaßnahmen du auch triffst, früher oder später kriegt dich dieser Planet doch.
jetzt beruhige dich doch erstmal. Es passiert dir nichts. Ja, aber für wie lange? Gib's zu, Willi. Die Erde gefährdet deine Gesundheit. Ja, Alf, da sprichst du ein großes Wort gelassen aus. Am nächsten Morgen. Mutter Kate und Sohn Brian führen am Frühstückstisch ernsthafte Gespräche über wahrhaft weltbewegende Themen. Ich weiß, es ist schwer für dich zu verstehen, Brian. Es ist auch für mich schwer zu verstehen. Manchmal ist es Bert Conkey, manchmal auch Ricky Lawrence, manchmal ist es Sally Struthers. Aber ganz gleich, wer der Talkmaster ist, immer heißt es gewinnen oder verlieren. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin's, Jake! Es ist offen! Guten Morgen! Morgen, Jake. Hi. Hi! Na, Jake, wie hat denn Onkel Trevor das Nachbeben heute Nacht überstanden? Nicht allzu gut. Er schläft nur noch unterm Türstock. Aber das ist doch lächerlich. Ich weiß aber, so hat er gleich die Morgenzeitung zur Hand. Willi, lass dich nur einmal anschauen. Mein Gott, Alf, was ist denn mit dir los? Kate, besonders besondere Kate. Lynn, nun, du bist jetzt eine Frau. Brian, ist das der kleine Junge, den ich auf dem Arm trug? Und Jake, was ist ein Freund? Ein Freund ist Jake. Na, den hat's ja ganz schön erwischt. Lasst uns einfach alle leben. Soll ich jetzt fragen, was der tiefere Sinn dieser Worte ist? Es ist ganz einfach, mein Willi. Die Beinahe-Tragödie der letzten Nacht hat mich gelehrt, was es heißt um ein Haar. Auf ein Haar mehr oder weniger kommt es bei dir nicht an. Ha, 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 ha. Witzige, weltgewandte Lynn. Was ich meine ist, die haarige Situation ließ mich nachdenken. Ich habe versucht, meinem Schicksal zu entgehen, aber da gibt es kein Entkommen. Denn wenn mich das Erdbeben nicht erwischt, dann vielleicht der Monsun oder eine Lawine oder eine Feuersbrunst oder eine Nahrungsmittelvergiftung. Worauf willst du eigentlich hinaus? Die Quintessenz ist, jeder Atemzug, den ich tue. Also ich werde jeden Moment genießen, der mir noch bleibt. Man beachte die Pause, die Alf jetzt einlegt, den Blick, den er träumend in die Ferne richtet. Und schon ist wieder einer dahin. Was ist los mit Alf? Gar nichts ist los mit mir. Ich habe ab heute nur eine neue Philosophie. Esst und trinkt und seid von Herzen fröhlich, denn morgen kratzen wir ab. Was, morgen schon? Das ist nur so eine Redensart, Brian, und noch dazu eine verstümmelte. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Mir fehlt gar nichts. Genau gesagt, es geht mir gut. Kommt jetzt alle und reichen wir uns die Hände und singen gemeinsam To You Ya He. Gut. Mais ce que je voudrais faire est le mise en scène. Ich hätte bei Latein bleiben sollen. Lillilein, meine bezaubernde Frühlingsblume. Allein dein Anblick schlingt mir einen Knoten im Hals. Einem Kropf nicht unähnlich. Alf, das ist unfein. Wie wär's mit einer Eiterbeule? Alf, ich hab jetzt wirklich keine Zeit für sowas. Ich muss Vokabeln lernen und außerdem habe ich morgen noch eine wichtige Prüfung in Geschichte. Geschichte sind Geschichten von gestern. Allein wichtig ist nur das Heute. Jetzt, dieser Augenblick, koste ihn aus, Lin. Lieber Alf, wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht lerne, kann ich morgen um 9.45 Uhr eine Katastrophe auskosten. Wie viel Erdstöße braucht es, bis du das wahre Licht erkennst? Wir hatten nur zwei. Nun, vielleicht schaue ich den Dingen etwas tiefer auf den Grund als du. Aber wenn ich an die vielen Augenblicke auf dem Mähmark denke, die für immer verloren sind, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, sie auszukosten. Ach, ich wünschte, ich hätte alles genossen. Lynn, hör auf meinen Rat. Lebe. Hier und jetzt. Hör du auf meinen Rat. Mach ne Fliege. Jetzt. Ich ziehe mich zurück. Wenn du mich brauchst, ich genieße den göttlichen Augenblick und sehe, wie Brian wächst. Gut, gut. Ach, und Lynn, ich liebe dich. Alf ist nicht der Einzige, der sich Gedanken wegen des Erdbebens macht.
Brian allerdings geht es weniger um den geistig-seelischen Aspekt. Umgeben von Wasserkanistern steht er in der Garage und setzt behutsam einen Eisenbahnwaggon auf die Gleisanlage. Vielleicht überrede ich Dad, irgendwo hinzuziehen, wo es sicherer ist. Zum Beispiel? Weiß ich auch nicht. Kansas? Da könntest du von einem Tornado weggeblasen werden. Was ist mit Hawaii? Die Vulkane könnten dich verschlingen. Kanada? Schneestürme. Florida? Nur Gruftis. Wir müssen leben, Brian, leben. Denn weißt du, früher oder später... Alf. Hey, Alf. Brian? Ah, Jake. Jake, nicht ganz mein Bruder, mehr als ein Freund. Hast du das ja, Leben... Ja, ich koste das Leben aus, und zwar gründlich. Das ist gut, denn das Leben ist eine Fahrt in den Tod. Und jeder Tag, den du erlebst, ist eine Haltestelle vor der Endstation. Bis zu dem Tag, an dem der große Bahnhofsvorsteher im Himmel dir die Kelle vor den Latz knallt. Ich glaube, ich genieße erst mal mein Zimmer. Okay, Brian. Hey, genieße deine Eltern für mich mit. Ach, und Brian. Was? Ich liebe dich. Meinst du nicht, du machst ihm langsam Angst? Ich mache ihm Angst? Na was, ich lehre ihn, das Leben zu genießen. Ganz wie du meinst. Oh, Jake, nur für den Fall, dass wir uns jetzt zum letzten Mal sehen. Hör bitte endlich mit dieser zum letzten Mal-Nummer auf. Ich gehe bloß zu mir rüber. Was soll denn da passieren? Na, du könntest in der Banne ausrutschen, dich an deinem Essen verschlucken, die Treppe runterfallen, über den Hund stolpern, dich versehentlich die Toilette runterspülen. Ich komme wieder, wenn du guter Laune bist. Oh, Jake, ich liebe dich. Ich meine es ernst. Ehrlich. Brian? Oh, hallo, Dad. Brian? Ich bin hier unten. Wir haben dich schon überall gesucht. Was machst du denn unter dem Bett? Da wohne ich jetzt. Was? Hier bin ich in Sicherheit, wenn was passieren sollte. In Sicherheit? Wovor? Ach, vor allem. Während Willy noch darüber nachdenkt, wie er Brian beruhigen könnte, betritt Kate das Zimmer. Willy hört sie nicht kommen, und so bietet sich Kate ein merkwürdiges Bild. Vater Tanner steht mit leicht gebeugtem Rücken mitten im Schlafzimmer und redet mit dem Bett. Es ist nicht gut, die Dinge in sich hineinzufressen. Wenn dich irgendetwas quält, dann ist es wichtig, dass du mit jemandem darüber sprichst. Das meine ich auch, Schatz. Ach, Kate. Wieso sprichst du denn mit Brians Bett? Hallo, Mami. Brian? Brian, was machst du denn da unten? Das ist der einzige Ort, wo er sich sicher fühlt. Aber wieso hast du denn solche Angst? Weil wir vielleicht schon morgen abkratzen müssen. Oh. Das kommt mir leider reichlich bekannt vor. Hör zu, Brian. Keiner von uns wird abkratzen. Noch lange, sehr lange nicht. Man ist nie sicher. Nein, aber man kann fast sicher sein. Und ich sag dir was, da bin ich ganz sicher. Wenn du dein Leben damit verbringst, dir Sorgen zu machen über Dinge, die passieren könnten, dann entgehen dir all die guten, schönen Dinge, die wirklich passieren. Oh, da seid ihr ja beide. Ich möchte eure Gegenwart genießen. Ja, gut, gut. Fang am besten mit Brian an, er ist unterm Bett. Was machst du denn da unten? Kennst du sowas wie Katastrophenangstzustände? Aber ja, wir hatten eine Ehevermittlung auf dem Melmark. Nein, Alf. Katastrophenangstzustände bedeuten, dass du unbedingt das Schlimmste erwartest. Und? Und das ist genau das, was du gerade tust. Tja, aber wenn die Sache so richtig läuft, dann sage ich, bleibe dabei. Von uns aus bleib dabei, aber du verängstigst Brian. Das glaube ich nicht. Der genießt die Staubflocken. Komm doch mal vor, Brian. Ich komme nicht vor. Ich werde überhaupt nicht mehr wieder vorkommen. Oh, oh, oh. Extremo. Es ist nicht schlimm, vorsichtig zu leben. Aber wenn du jeden Tag mit deiner Sterblichkeit belastest, dann wird auch jeder Tag unter deiner Todesangst zu leiden haben und du wirst überhaupt keinen Tag mehr genießen können. Verstehst du mich? Nein. Aber ich hab's verstanden. Du meinst, man soll keine Angst haben, bevor irgendetwas passiert. Warum hast du das nicht gesagt, Willy? Ich dachte, das hätte ich. Das Einzige, was ich wissen möchte, bleibt da noch genügend Platz zum Genießen? Aber selbstverständlich, Alf. Du kannst doch das Leben nur mit Freude genießen, nicht aus Angst. Wenn ich das recht verstehe, heißt das, wir sollen essen, trinken und fröhlich sein. Denn wir werden auch morgen essen, trinken und fröhlich sein. Sagen wir essen, trinken und aufwischen, was du verschüttet hast.
Na, dann komm mal wieder unter deinem Bett vor, Brian. Na, geht's wieder besser? Ja, ein bisschen. Entschuldige, wenn ich dich unnötig verängstigt habe. Null problemo. Willst du nicht auch den Helm... Der Helm bleibt auf. Also gut, der Helm bleibt auf. Schließlich kann man Brians Eltern nicht nachsagen, sie seien nicht kompromissbereit. Zwei Tage später, in der Familie geht das Leben wieder ziemlich normal weiter, klingelt der Trinkwasserlieferant. Ich dachte, Sie sind nur der Lieferer und nicht der Abholer. Ich bin befördert worden. Ich habe Glück, hä? So, ich glaube, das deckt die Lieferung und die 140 Liter, die wir behalten, und die Abholung. Legen Sie noch ein bisschen was drauf für meinen Chiropraktiker? Nein. Ja. Na, dann danke für alles. Hey, ist mein ganzes Wasser weg? Ja. Gott sei Dank. Das ist aber schade. Ich hatte nämlich eine tolle Idee. Willst du sie hören? Ehrlich gesagt, nein. Aber sie ist up to date und scharf. Man könnte sagen, eine ganz späte 80er. Wir wollen nicht mehr davon sprechen. Gut, aber ohne eine Wasserrutsche wird der Tenner Vergnügungspark kein Erfolg. Fein, das muss sein, das muss sein. So wickeln wir es stramm und fest, bis es einer fallen lässt. Oh, Alf, da steht dieser unselige Außerirdische vor dem Wickeltisch, der seit Wochen das neu eingerichtete Kinderzimmer der Tenners ziert und blickt skeptisch auf Lins alte Puppe in der zerknüllten Windel. Was machst du denn da? Ich übe für das babylonische Zeitalter. Wie hoch können Erdenbabys springen? Nicht sehr hoch. Aber warum sagen die Leute dann immer, ein springlebendiges Kind? Das ist so eine Redensart, keine sportliche Übung. Hier, so wird das gemacht. Erst legst du das Baby auf die Windel, dann faltest du die Windel so darüber, dann befestigst du sie. Hier und hier und fertig. Siehst du? So, und jetzt versuch du's. Aber jetzt ist sie voll. Igitt. Manchmal ist viel Fantasie eben auch lästig. Aber fairerweise muss man sagen, dass Alf sich, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht mit Fantasien begnügt. Stunden später jedenfalls hockt er mit Zettel und Bleistift vor dem Fernseher. Mit ernster Miene macht er sich Notizen, wie die männliche Hauptfigur des Films mit dem Vaterwerden zurechtkommt. Es ist soweit. Es ist so weit, also höchste Zeit. Hallo, Alf. Was guckst du dir an? Ich gucke überhaupt nicht. Ich studiere. Und was studierst du? Die Gebärmethode von Petri. Aber das ist die Dick Van Dyke Show. Ja, genau. Davon spreche ich doch. Rob Petri war der vollkommene Fernsehvater. Darum hat sich Richie auch zu so einem Prachtkerl entwickelt. Mein Daddy hat mir erzählt, wo die Babys herkommen. Aber da war nichts von einer Dick Van Dyke Show. Dein Vater ist ein lieber Mann. Aber manchmal glaube ich, er wurde mit dem Klammerbeutel gepudert. Ich mache das täglich. Ich mache das täglich. Nur noch eine Woche und dann. Brian, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, du sollst deinen Baseballhandschuh nicht auf den Boden rumschmeißen. Oh, oh, die gestrenge Frau Mama. Entschuldige, Mami, hast du gut geschlafen? Offenbar nicht gut genug. Sieh mal, Alf. Der Körper einer Frau macht viele Veränderungen durch, wenn sie schwanger ist. Sie kann ihre Gefühle nicht immer kontrollieren. Es tut mir leid, dass ich manchmal so gereizt bin. Schon gut, Mami. Daddy hat gesagt, wie gereizt du auch bist. Wir sollen es mit Humor nehmen. Sag deinem Vater, er soll sich seinen Humor an den Hut stecken. Sicher, Mami. Ganz wie du meinst. Hey, hey. Bloß weil du etwas schwer geladen hast, musst du doch nicht alle Umgangsformen außer Acht lassen. Das Äußerste, was sich Laura Petri bisher geleistet hat, war ein gelegentliches Oh, Rob. Laura Petri? Ich nehme einen Fernunterricht als Geburtshelfer. Fernunterricht durchs Fernsehen?
Durch die Dick Van Dyke Show. Hm, verstehe. Alf, es ist nett von dir, dass du mir helfen willst. Aber in diesem speziellen Fall glaube ich, dass Willy etwas qualifizierter ist. Ja, und wo ist er dann, hä? Beantworte mir das, hä? Wo, hä, wo, hä, 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 wo? Ich bin da. Ich hasse es, wenn er sich so produziert. Irgendetwas Besonderes? Nein, wir diskutieren nur über die Dick Van Dyke Show. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ich bereite mich darauf vor, unserer geliebten Mutter aus ihren gesegneten anderen Umständen heraus zu helfen. Traditionsgemäß ist das die Rolle des Vaters. Wirklich? Auf dem Mailmarkt bestand die Rolle des Vaters darin, sich schussbereit zu halten und zu rufen, Pull! Pull! Meinst du nicht Presten? Pressen? Nein, auf dem Mailmarkt kriegten die Mütter ihre Kinder, wenn die Väter zum Tontaubenschießen gingen. Nun ja, andere Sterne, andere Sitten. Doch Alf ist bereit zu lernen und das erwartet er auch von den anderen. So kommt es, dass er am nächsten Abend mit einem Buch unter dem Arm ins Schlafzimmer der Tenner spaziert. Kate hat sich schon hingelegt und atmet tief und konzentriert, um die langsam einsetzenden Schmerzen zu lindern. Hey Kate, wusstest du, dass einige Ärzte der Meinung sind, Frauen sollten im Stehen gebären? Es ist soweit, es ist soweit, steh auf! Ganz ruhig, Alf, es ist noch nicht soweit. Aber ist es nicht längst soweit, dass es soweit sein müsste? Willy, wieso trägst du einen Schlafanzug? Alf, ich gehe jetzt ins Bett. Aber als Laura ihren Richie erwartete, schlief Rob jede Nacht in seinem Anzug. Eine Kombination, eine Hose, eine sportliche Jacke und eine sehr hübsche Krawatte. Und er legte seinen Hut auf die Ablage über dem Bett. Nur was er mit den Schuhen machte, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich schwatze etwas viel. Ich bin ein kleines Plappermäulchen. Ich höre gleich auf. Aber ich habe vollkommen vergessen, wie man aufhört. Alf, ganz einfach. Hol Tiefluft. Atme ein, aus. Ja, genau, einatmen. Ein, aus. Ich atme. Aber es hilft nichts. Ich kann nicht auf. Was ist, wenn ich ewig weiterquassle? Wie bei der Schlagerparade. Du musst dich wirklich beruhigen. Du musst ja das Baby nicht kriegen. Du hast gut reden, mein Lieber. Du bist ein Phlegmatiker. Ich zitter wie Espenlaub. Übrigens, letztes Mal in der Dick Van Dyke Show. Alf, ich sage es dir zum 100. Mal. Die Dick Van Dyke Show war eine Fernsehgeschichte. Sie haben alles übertrieben, damit es komisch wirkt. Und Laura Petri war eine Rolle. Die Show... Die Schauspielerin, die sie gespielt hat, war nicht einmal schwanger während der ganzen Show. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sie war nie so kolossal wie unser Mount Kate Everest. Ja, genau. Entschuldige, Liebes. Erst bin ich gereizt, jetzt bin ich fett. Also wirklich, Willy. Ich weiß gar nicht, warum du mich überhaupt geheiratet hast. Könnten wir später darüber reden? Alf, ich möchte jetzt gern mit meiner Frau... Der gereizten Fetten? Alf! Hey, es gibt Künstlerinnen, die haben ihre ganze Karriere drauf aufgebaut. Ich habe meiner reizenden, schlanken Frau durch zwei Schwangerschaften geholfen und ich werde ihr auch durch diese dritte helfen, und zwar ohne außerirdische Assistenz. Ist das klar? Gut. Ich packe mein Bündel und begebe mich auf Wanderschaft. Erhobenen Hauptes hat Alf das Zimmer verlassen. Da fällt Kates Blick auf eine kleine, schwarze Reisetasche. Willy, hast du die Tasche für mich gepackt? Nein. Ahnungslos greift Willy hinein. Ein Paket Chips? Nein. Ein gerahmtes Foto von Alf? Nein. Und, an einen langen Bindfaden geknotet, eine Flasche Sekt. Die gibt es erst, wenn das Baby getauft wird. Am nächsten Tag sitzt Alf wieder vor dem Fernseher und studiert das Video mit den folgenden Szenen der Dick Van Dyke Show. Die Geschichte scheint sich hier inzwischen zugespitzt zu haben. Jedenfalls steht der werdende Vater gerade heftig gestikulierend in Unterwäsche im Büro seines Psychiaters. Angelegenheiten zu Ende? Nein, ich erwarte noch eine Reaktion auf meine Törtchen. Ich nehme eins und jetzt gehen Sie endlich. Hallo? Mit Vergnügen. Nein, ohne Wie? Vergnügen. Ja, er ist hier. Hey Rob, es ist deine Frau. Ich glaube, es ist soweit. Gib mir den Hörer. Vorsicht, die Törtchen. Keine Aufregung. Es gibt ein Lebensmittel. Es tut mir leid, ich bezahle ja alles. Sie bezahlen ja alles? Ja, ich bezahle dann alles. Dann dürfen Sie doch vor. Da ist der Hörer. Haben Sie sich nicht getan? Ha! Das ist meine Lieblingsstelle. Zahle alles. Sie bezahlen ja, alles? Ja, ich bezahle dann alles. Dann dürfen Sie drauf rocken. Da ist der Hörer. Haben Sie sich nicht getan? Weißt du, Alf, wenn du dich wirklich ein bisschen um Mami kümmern willst, dann könntest du ihr bei der Hausarbeit helfen.
Mit solchen Niedrigkeiten verschüttest du meine Talente. Da niemand sonst unseren hauseigenen Babyboom ernst nimmt, bin ich es, der sich die Videoversion einprägen muss. Alf, die Geburt eines Babys ist eine völlig natürliche Angelegenheit. Alle werden es hervorragend überstehen. Das hat man damals vom Luftschiff Hindenburg auch gesagt. Du weißt schon, dieser andere Ballon. Oh Gott, mein Liebling, bleib ruhig, jetzt nur keine Panik. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Schätzchen, ich komme nach Hause, ich bin gleich da. Halt, warte, wartest du auf mich? Nein, besser, du wartest nicht auf mich. Wenn du gehen kannst, dann geh, aber wenn nicht, dann warte auf mich. Ich möchte bei dir sein, Schätzchen. Okay, ich liebe dich. Es ist soweit, Jungs. Hey, Rob! Hast du nicht irgendwas vergessen? Ach ja, Mel, gib mir deine Hose. Hier ist Alf, was ist los? Alf, ich bin's, Kate. Oh mein Gott. Schatz, bleib schön ruhig, bleib ganz ruhig, hörst du? Und ruf Willi. Nein, ich rufe Willi. Wo ist er? Ist doch egal. Willi! Alf, was ist denn bei euch los? In welchen Abständen kommen die Wehen? Hast du schon heißes Wasser gemacht? So kann ich dir doch nicht helfen. Beruhige dich endlich. Also würdest du mir bitte einen Augenblick zuhören? Okay, okay, ich habe alles unter Kontrolle. Ha! So, jetzt bin ich in Ordnung. Was schreist du denn so? Was schon? Ich helfe deiner Mutter durch das Wunder der Geburt. Hoffentlich muss ich mich nicht übergeben. Gib mir den Hörer. Mami, was ist? Ist alles in Ordnung? Ich werde mich drum kümmern. Wiederhören. Es ist soweit. Ruf einen Krankenwagen. Es ist soweit, den Schmorbraten zum Auftauen aus dem Tiefkühlfach zu nehmen. Also wirklich, Alf. Ich habe den ganzen Schmorbraten aufgegessen. Wir brauchen sowieso einen Krankenwagen. Schmorbraten, die haben Sorgen. Alles bleibt wieder an ihm hängen. Und so tappt Alf in der nächsten Nacht, die Stoppuhr in der Hand, ins Tennersche Schlafzimmer. Liebling, es ist soweit. Liebling, es ist soweit. Es ist soweit! Was? Ganze 19 Sekunden, Wilhelm. Bis du aufgewacht bist, hat das Baby seinen Führerschein gemacht und fährt allein ins Krankenhaus. Alf, was willst du jetzt schon wieder? Wehenalarm. Das heißt Wehenprobealarm. Nein, bitte nicht. Das darf alles nicht wahr sein. Alf, du musst damit aufhören. Das Baby kommt, wenn es dazu bereit ist und wenn ich dazu bereit bin. Und wenn du mir wirklich helfen willst, dann bitte, gib Ruhe. Gib Ruhe, sagt sie. Man könnte meinen, sie wäre diejenige, die das Baby kriegt. Ich bin diejenige, die das Baby kriegt! Hey, bleib ganz ruhig, Katie Rakete. Diese geballte Feindseligkeit ist nicht gut für das Tennerchen. Immer noch besser als seine Alarmübungen mitten in der Nacht. Schon gut, schon gut. Ich setze mich da drüben hin und gebe keinen Pieps mehr von mir. Willi, Willi, du musst ihn endlich stoppen. Ja. Sag ihm, dass er gehen soll. Ja, ja. Stoppen oder gehen? Du musst dich schon entscheiden. Oh, Willi, ich bin eine erschöpfte, schwangere Frau, Willi. Ich weiß, Liebes. Fett und reizbar hast du vergessen. Hilf mir bitte aus dem Bett. Ja, ja. Schon gut. Ich fühle es, wenn ich nicht erwünscht bin. Oh, und ob du erwünscht bist. Bleib, wo du bist. Bleib stehen. Genau da. Mach nur so weiter, Kate. Aber dann sehe ich schwarz für dein Geschenk zur Geburt. Nicht nur Alf macht sich Gedanken über Kate. Auch Willi will seinen Teil dazu beitragen, Kate zu entlasten. Jedenfalls bereitet er seit einiger Zeit das Frühstück. Doch heute muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Willi, was hast du mit diesem Pfannkuchen gemacht? Oh, ich habe ein bisschen Müsli und gehackte Nüsse reingetan. Und ein paar Rosinen. Warum? Damit sie dir schmecken sollen. Wenn mir das schmecken soll, muss es ja wohl. Alf? Hat schon jemand Alf heute Morgen gesehen? Oh ja, einmal um 3.12 Uhr, dann um 5.17 Uhr und 6.25 Uhr. Wieder Nachtpatrouille? Er wollte sichergehen, dass ich das Baby nicht im Schlaf bekomme. Ich finde es ganz süß, wie besorgt Alf um dich ist. Gut, ich wünsche dir das süße Wesen für eine Weile. Oh, guten Morgen, Tedders. Oh, würde jemand von euch so liebenswürdig sein und mir ein oder zwei Kannen Kaffee über den Kopf gießen? Oh. Du siehst ja schrecklich aus, Alf. Ja, ich finde, du untertreibst. Hast du letzte Nacht überhaupt geschlafen?
Wer könnte in einer Zeit wie dieser schlafen? Ich kann. Ich genauso. Ich auch. Wieso auch nicht? Wieso auch, habe ich das Gefühl, ich kriege dieses Baby ganz allein. Alf, so wenig es uns gefällt, mitten in der Nacht von dir geweckt zu werden, so sehr wissen wir deine Sorge zu schätzen. Ist das nicht so, Kate? Nein. Nicht. Oder so. Wie ich dir schon bei zahlreichen Gelegenheiten sagte, sind wir durchaus in der Lage, mit dieser Geburt fertig zu werden, ohne diesen Vorgang mit deinen Tag- und Nachtaktionen in den Rang eines Festivals zu erheben. Ich weiß, das war ein ziemlich langer Satz, aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Alf? Alf! Oh, Avi, es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit! Nein, es ist nicht soweit! Nein, nein, nein! Alfs Nervosität wächst von Tag zu Tag. Noch gesteigert durch den Mangel an Schlaf, aus Angst, er könnte den Augenblick verpassen, beschäftigt sich der Außerirdische mit den absurdesten Dingen. Im Moment zum Beispiel schleudert er Windeln quer durchs Zimmer und versucht, den gegenüberstehenden Papierkorb zu treffen. Wendet sich, erzielt, erschießt und macht den Punkt. Ein neuer Rekord für Karem Alfdol Jakbar. Und die Zuschauer jubeln und toben. Was machst du wieder? Ich hab den Windelball erfunden. Wie wär's mit einem kleinen Spiel? Einer gegen anderthalb. Nein, nicht um 3 Uhr morgens. Wieso bist du denn um diese Zeit auf? Ist es... Nein, ist es nicht. Dein Sportkommentar hat mich aufgeweckt. Irgendwas muss ich ja machen, um mich wach zu halten. Ich würde sonst glatt einschlafen. Schlafen? Ich finde, das hört sich gut an. Schlafen ist wundervoll. Du lässt den Kopf sinken, die Augenlider werden schwer. Ja, Alf, lass dich einfach ins Land der Träume führen. Ja, führe mich nicht in Versuchung. Ich habe versprochen, dem neuen Tenner auf die Welt zu helfen. Und ein Mailmacker ist ein Worthalter und hält sich nur manchmal niemals an sein Versprechen. Alf, ich verspreche dir, wir schaffen es allein. Geh endlich schlafen. Kate, ich kann verstehen, dass deine Launen zwingen wie bei Benny Goodman. Aber fürchte nichts. Ich liege dir treu zur Seite. Ich geb's auf. Aber wenn du darauf bestehst, wach zu bleiben, dann sei bitte wenigstens leise. Null Problemo. Vielleicht erfinde ich inzwischen das Windeltennis. Wo hast du das große Netz hingetan? Kein großes Netz. Kleines Netz? Vergiss das Netz. Wer braucht schon ein Netz? Ich erfinde Windelkorbball. Ja. Oh, Sie wollen für Ihre neue Kollektion Sportschuhe werben? Ha! Ein Lump, wer aus den Schuhen kippt. Ah! Schreiben Sie das auf, das wird der Slogan Ihrer Fernsehwerbung. Nein, keine Autogramme. Nein, wirklich nicht. Nein. Keine Autogramme. Keine Autogramme. Keine Autogramme. Das sind die letzten klaren Gedanken, die Alf fassen kann. Es kommt alles so, wie Kate es beschrieben hat. Er lässt den Kopf sinken, seine Augen werden schwer und Sekunden später hat das Land der Träume ihn umfangen. Und so entgeht ihm auch, dass auf einmal das Licht angeht und leise Schritte durch das Haus huschen. Ganz vorsichtig. Schon gut. Es geht mir ausgezeichnet. Ich fahre den Wagen vor die Haustür und komme dann gleich raus, ja? Ich komme so schnell es mir unter diesen Umständen möglich ist. Alf, wach auf, es ist soweit. Dad bringt Mami ins Krankenhaus. Alf? Alf, wach auf. Es ist wirklich soweit. Armer kleiner Kerl. Lynn bringt es nicht übers Herz, Alf zu wecken. Er sieht so erschöpft aus, wie er da zusammengekauert an der Seitenwand des Wickeltisches hockt, genauso wie der Schlaf ihn 3 Stunden zuvor übermannt hat. Zärtlich legt Lynn ihm eine Decke über, dann schleicht sie sich aus dem Zimmer. Die Sonne steht hoch am Himmel, als Alf erwacht. Verwirrt reibt er sich die Augen. Ich muss tatsächlich eingenickt sein. Heilige Invasion der Klapperstörche. Wie kommt denn das da rein? Willy! Ah, du bist ja wach. Endlich bist du aufgewacht. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber dieses Ding da in der Wiege sieht mir ganz so aus wie ein B-A-B-Y. Ich weiß. Alf, darf ich vorstellen?
mein Sohn, Erik William Tanner. Wir haben ihn inzwischen nach Hause geholt. Ist mir irgendwas entgangen? Könnte man sagen. Lynn hat versucht, dich aufzuwecken, als wir ins Krankenhaus mussten. Aber du hast geschlafen wie ein Stein. Du hast tagelang durchgeschlafen. Ich habe das frohe Ereignis verpennt? Ich fürchte, ja. Und Kate konnte nicht warten, bis ich wieder wach bin? Das war nicht empfehlenswert. Ich kann's einfach nicht fassen. Wie es aussieht, habt ihr mich wirklich nicht gebraucht. Ich glaube, ich bin ein Trottel. Es ist schon so, dass wir dich gebraucht haben, Alf. Aber wenn eine Frau ihr Baby dann wirklich kriegt, bist du überflüssig. Verstehst du das? Ja, ich glaube schon. Worüber denkst du nach, Willi? Ich dachte gerade an den Tag, als wir Lynn aus der Klinik geholt haben. Und dann Brian. Und dann diesen kleinen Kerl. Ich hab dich noch nie so glücklich gesehen. Ich hab noch nie irgendjemand so glücklich gesehen. Natürlich bin ich glücklich, Alf. Wir haben mitgeholfen, ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Und ich glaube, es gehört zum Schönsten und Wichtigsten, was wir tun können. Das werde ich wohl nie beurteilen können. Entschuldige bitte, in meiner Begeisterung habe ich daran gar nicht gedacht. Ach, weißt du, auf dem Melmark habe ich nie groß ans Kinderkriegen gedacht. Du weißt ja, wie das ist, wenn du erst 220 bist. Da glaubst du, das ganze Leben liegt noch vor dir. Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt, wenn ich denke, dass es mir wohl nie möglich sein wird, Vater zu werden... Das weißt du doch gar nicht. Los Angeles ist eine einsame Stadt, wenn du der einzig Ockerfarbige bist. Du darfst aber die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn dir das so wichtig ist, darfst du die Hoffnung niemals aufgeben. Und in der Zwischenzeit brauchen wir deine Hilfe, um Erik großzuziehen. Lass ihn nicht fallen. Denn wer soll ihm sonst sowas beibringen wie Bouillabaisse-Ball und Pasta-Polo und andere Sportarten wie das Weit- und Hochwerfen von zerbrechlichen Gegenständen? Du denkst an Springmaus-Hockey? Nein. Hi, Alf. Endlich aufgewacht, hä? Ja. Und wie ich sehe, hast du jetzt einen Bruder. Ja. Mami sagt, es ist Zeit für seine Milch. Ja, gut. Sag ihr, wir kommen sofort. Er sieht aus wie du. Danke. Andererseits, alle weißen Babys sehen aus wie du. Sag Alf guten Tag, Erik. Hallo, Erik. Magst du Kätzchen, mein Sohn? Er hat mich angelächelt. Ja, das hat er. Es ist auch im Leben des Außerirdischen ein denkwürdiger Augenblick. Schließlich ist Erik das erste menschliche Wesen, für das Alf nichts Unnatürliches, nichts Außerirdisches ist. Das braune, zottelhaarige Etwas gehört für den neuen Erdenbürger genauso in diese Welt wie Kate und Willy, wie Lynn und Brian. Und Alf nimmt seine Rolle im Leben des kleinen Mannes sehr ernst. Immerhin gibt es eine Menge Erfahrungen, die er an Erik weitergeben kann, ja, weitergeben muss. Und dann haben die Tanners jedenfalls beschlossen, dass ich da bleiben kann. Und da bin ich nun. Eigentlich gar kein so übler Ort zum Leben. Nur an Kate musst du dich erst noch gewöhnen. Aber ich bin sicher, das hast du auch schon gemerkt. Also, Willy hat gesagt, ich soll dir Verschiedenes beibringen. Und da denke ich mir, wir fangen am besten mit dem Wichtigsten an. Schau hier. Das sind die Kanalwähltasten. Und das hier unten ist die Taste für die Lautstärke. Und damit steht dir die gesamte Welt mit einem Fingerdruck zur Verfügung. Tja, das ist das Leben. Hm? Habe ich recht, Erik? Was sage ich da? Wie kannst du das wissen? Du bist brandneu. Also glaube mir, das ist das Leben. Jetzt lass dir ein bisschen etwas über diese Show erzählen. Schau mal auf den Großen mit der Brille. Der hat Ähnlichkeit mit Willy. Der Unterschied ist nur, dass der hier noch viel kurzsichtiger ist.